Alright. Laufen wir? Schön direkt mit dem Kühlschrankgeräusch. Marc Forster ist heute hier bei Auf einen Kaffee mit. Marc, viertes Album ist jetzt raus. Wann hast du so denn das Gefühl gehabt, jetzt wird's routiniert in den Abläufen? Also wann hast du so das, weißt du, so wie Stempel ein, Stempel aus, Karte? Tatsächlich noch gar nicht. Mir ist dieses Album von allen bisherigen Alben mit Abstand am schwersten gefallen irgendwie, weil es vor allem bei den letzten zwei Alben, bei Tape und bei Bauch und Kopf, gab es so eine musikalische Überschrift. Bei Bauch und Kopf war es ja ein Symphonieorchester-Album. Bei Tape war dieser amerikanische Sound mit den Gospelchören und den Bläsern und so stand im Vordergrund. Und bei Liebe geht es textlich so sehr ans Eingemachte. Also ich spreche extrem viel über mich, um die Leute um mich rum, über mein Leben, meine Vergangenheit, meine Zukunft und so. Und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich auf diese musikalische Überschrift verzichte und jeden Song für sich den Chef sein lasse. Das hat es für mich viel, viel schwerer gemacht, die Platte zu machen. Ich meinte auch natürlich auch die Musik, die zu produzieren, aber jetzt auch so alles, was jetzt hier so stattfindet. Weißt du, das Reisen, die Interviews, alles, was mit dem Job zusammenhängt, fernab von auf der Bühne stehen. Ach so, ja, diese Sachen drumherum. Sind natürlich die Sachen, die laut sind und die, wo man immer das Gefühl hat, das ist das, was man viel macht als Musiker, aber tatsächlich die eigentliche Arbeit ist viel einsamer. Ne? Man sitzt im Studio oder man fährt irgendwo hin. Ich bin ja für die Platte viel gereist, war in Uganda, in Amerika, in England und so, um die Platte aufzunehmen. Und meine Hauptbeschäftigung ist schon die Arbeit mit dem Album. Jetzt hier rumzufahren, mit dir über das Album zu quatschen und so, ist so ein Zusatz, den ich ganz gerne mache, jetzt nach der getanen Arbeit. Okay. Du hast, danke, danke, auf deinem Album wieder einen Song mit Sido. Jetzt nicht so als Kumpel, sondern mal so als Sicht eines Fans. Wirst du so seinen Werdegang so miterlebt, so als dieser knallharte Berliner Gangster-Rapper, jetzt hin zu, glaube ich, ich kenne ihn nicht, aber ich kann mir vorstellen, das ist mit der entspannteste Typ, den man sich je vorstellen kann. Ja, also ich bin natürlich, erstmal ist es ja meine musikalische Fernbeziehung, Sido. Wir sind erst auf jedem zweiten Album bei mir drauf und ich auf jedem zweiten Album bei ihm. Irgendwie passen wir gut zusammen und schätzen uns gegenseitig. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich so durch meinen Kaff in Winnweiler gelaufen bin und so die ersten Sachen von Siggi gehört habe, ne? Mit Maske noch und so, wo die Texte vielleicht auch noch ein bisschen expliziter waren und so als heute. Mal entspannt war glaube ich schon immer. Was man tatsächlich über Sido sagen muss, ist, dass er einer der besten Texter ist, die es in Deutschland gibt. Der hat so seinen ganz eigenen Stil, seine ganz eigene Sprache gefunden. Ich liebe das, dass es lustig ist, ironisch ist, aber auch ja, durchaus irgendwie ernst und kritisch ist, so wie bei so einem Song wie Astronaut oder so, der auf der einen Seite ein Mega-Hit ist, auf der anderen Seite auch echt eine coole Botschaft hat und so. Also ich bin eher so wirklich so ein Bewunderer seiner Kunst. Ich bin ein großer Fan von Sido. Ich habe ja gehört, dass Sido ins Studio geht und wenn der Song binnen eines Tages irgendwie nicht ballert für ihn, dann haut er den auch gleich in die Mülltonne rein. So. Also dann sagt er, nee, dann ist es kein Hit, dann fällt er mir nicht leicht, dann verwerfe ich den gleich wieder. Wie ist das bei dir so? Na, ich glaube, man muss schon ein bisschen unterscheiden, Hip-Hop und Popmusik. Ne? Ich schreibe ja quasi nicht irgendwie Texte auf Beats, sondern ich schreibe Lieder. Und das ist irgendwie nochmal eine andere Herangehensweise. Ne? Ich versuche ja irgendwas zu vermitteln, und aber nicht nur mit Worten, sondern noch mit einer Ebene drüber und drunter, nämlich der Melodie und so. Und daran muss man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr feilen als an Hip-Hop-Tracks. Bei deinem Video von Einmal, bis am Ende die Sequenz, landest du irgendwie auf dem Boden, nachdem du Fallschirm gesprungen bist, dann hältst du eine Blume in die Kamera und sagst, das ist, was wir brauchen. Was geht denn der Gesellschaft so ab? Wow. Jetzt kommen die das ist wirklich an, ne? Über ein Gänseblümchen an die gesellschaftlichen Themen, gefällt mir sehr gut.
Naja, also ich habe mich zum einen nach einem Fallschirmsprung sehr gefreut, dass ich wieder auf der Erde bin und war euphorisiert, dass ich wieder so ein Gänseblümchen in der Hand halten darf. Und so richtig für einen Status quo der Gesellschaft fehlt jetzt wahrscheinlich hier in unserem Antenne Bayern YouTube-Interview ein bisschen der Raum. Aber ich habe sozusagen mir so ein paar Sachen vorgenommen fürs nächste Jahr. Ich habe mir vorgenommen, dass ich versuchen möchte, irgendwie mich aus meiner Bubble zu befreien. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, dass ich, wenn mir eine Nachricht um die Ohren fliegt, dass ich aus mehreren Quellen mal überprüfen möchte, dass ich die Nachrichtenseite, auf der ich jeden Tag surfe, dass ich die wechsle in einer höheren Schlagzahl, dass ich vielleicht verschiedene Zeitungen lese. Einfach, dass ich dass die Wahrheit wieder mehr in meinen Fokus rutscht. Das habe ich mir vorgenommen, weil ich glaube, dass das eins der vielen Probleme ist, die man relativ leicht lösen kann. Glaubst du, dass das ein Grund ist, warum sich die Gesellschaft so ein bisschen spaltet, weil jeder nur noch in seiner Filterbubble ist und nicht mehr über den Horizont hinausschaut? Ja, das ist total offensichtlich. Und ich glaube, das wissen wir alle. Und es gibt ja nur einen Weg, das zu ändern. Das ändert nicht irgendwie irgendein Netzwerk, auf dem wir unterwegs sind. Das können nur wir ändern. Jeder für sich, indem er das erkennt und was dagegen tut. Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen fröhlicher werden, Stichwort Fußball. Obwohl es da gerade auch gar nicht so gut läuft. Du bist Kaiserslautern-Fan. Ja, ist korrekt. Was hast du noch für Hoffnungen in der Saison? Ach, ich finde ja, dass die Mannschaft gar nicht so schlecht gespielt hat, alles in allem in dieser Saison. Sie haben ja gerade gegen Unterhaching 5-0 verloren und jetzt das hat zu einem Trainerwechsel geführt. Manchmal spielt ja so eine Mannschaft auch gegen den Trainer und ist dann besonders kacke in einem Spiel. Ich glaube, das war hier ein bisschen so. Man muss auch sagen, wo Frontzig ist, ist auch meistens nicht der größte Erfolg. Ja, gab auch schon mal Ausnahmen und so. Und in der letzten Saison in der zweiten Liga gab es ja auch wirklich eine gute Phase unter Frontzek und so. Ist ja immer super schwer von außen zu beurteilen, wie gut jetzt ein Trainer ist und so. Ist auch nicht so wichtig. Aber Kaiserslautern, dein Heimatverein, und da wirst du auch immer dran anhalten, egal was passiert. Sucht man sich nicht aus, eben, ne? Ja. Also wenn dein Cousin in die dritte Liga absteigt, ist er immer noch dein Cousin. So ist das mit deinem Lieblingsverein auch. Ansonsten, auf was freust du dich jetzt noch in diesem recht alten Jahr? Gibt es noch irgendwie ein Highlight in 2018? Ja, stehen tatsächlich noch ein paar Highlights an. Es gibt ja noch das Halbfinale und Finale von The Voice, wo ich sehr gespannt bin, wer da gewinnt. Stehen noch ein paar tolle Termine an. Bei Verstehen Sie Spaß war ich Lockvogel diesmal. Also ich durfte Leute verarschen. Nachdem du schon mal reingelegt worden bist. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mit meiner Band jetzt wochenlang geprobt und freue mich sehr auf die Konzerte im nächsten Jahr. Ich habe ein Jahr lang kein Konzert gespielt, 2018. Also es steht viel an und vor allem freue ich mich natürlich auf Weihnachten und irgendwie nach Hause zu fahren und da mit meiner Familie abzuhängen. Insofern, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.